Hi und herzlich willkommen zurück bei Ixion. Wir haben hier unten jetzt endlich ein Halten-Thema gefunden, das dann hinhaut. Ne, hier habe ich jetzt 4 Halten hinbekommen. Weiß nicht, warum ich das vorher nicht gecheckt habe, dass das geht. Es geht. Sehr schön. Hier oben kriege ich gerade noch nichts Besseres hin. Vielleicht habe ich da noch irgendwann die zündende Idee, indem ich zum Beispiel das alles hier eins rüber versetze. Wenn das dann da wäre, würde die Straße hier lang gehen. Und wenn ich das hier rüber versetzen könnte, könnte ich da eine Halde sparen. Okay, das probieren wir mal aus, oder? Reiß mal das Gebäude ab, das kann ich mir leisten. Hier unten setze ich jetzt noch die entsprechende Halde wieder hin, baue das hier runter und dann ist das hier zumindest erstmal vollständig. Gucke ich mal kurz so. Passt das für mich? Okay, passt. Dann hätte ich hier 3. Könnte funktionieren. Okay, das gucke ich mir bei Gelegenheit dann an. Ist jetzt nicht so dringend. Wir müssen auf jeden Fall 160 von denen, also von hiervon haben wir jetzt erstmal genügend. Deswegen schalte ich jetzt hier auch erstmal das Teil aus. Dafür schalte ich das ein. Bin ich hier schon in Mehrarbeit? Sekunde. Das gefällt mir dann noch nicht. Wie viel Mehrarbeit habe ich hier? Nicht so viel. Aber auch... Okay, hier taut er uns jetzt ein paar Leute auf. Okay, das heißt, ich kann jetzt hier doch noch ein paar rüberschicken. Wie viel Mehrarbeit hatte ich hier? 7. Also könnte ich zum Beispiel 10 Arbeitskräfte von 2 in 1 schicken. Hinten habe ich auch noch Mehrarbeit, hier irgendwo. Aber hier könnte ich ja zum Beispiel mal eine Halde auf Stilllegen setzen. Dann passt es wieder optimal. Und hier, der baut jetzt das in Wasser um. Dann war noch die Frage, wenn ich hier so ein Nahrungsteil baue, sowas. Es hat 4er gehabt, ne? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Passt da oben also genau nicht rein. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hier passt es wieder perfekt hin. Allerdings, weiß ich nicht, wenn die direkt daneben kommen, ob das cool ist. Ich könnte es zum Beispiel so setzen. Das könnte funktionieren. Um das Wasser dann auch entsprechend zu verbrauchen. Das könnte klappen. Machen wir hier kurz Pause. Ansonsten gab es noch eine andere Möglichkeit, irgendwie aus dem Wasser was zu hinzukriegen, einen Pool zu bauen oder so. Population transfer. Ich weiß noch nicht genau, wofür ich es brauche. Aber gut. Population transfer complete. Ist immer noch nicht fertig. Wir sind jetzt hier bei. Da sind doch schon genügend Leute rüber, oder? Okay. Wird nicht besser, ja? Hier, das würde ich aber gerne noch weitermachen lassen. Okay, die Halde kann ich jetzt raussetzen. So, mal angenommen, das geht jetzt hier so. Ja, dann könnte ich ja das wegreißen. Das würde trotzdem gehen. Das müsste eigentlich aufgehen. Zwischenzeitlich so ein kleines Thema mit diesem einen Wohnraum für Bevölkerungsthemen hier so. Dann machen wir es mal so. Gehe ich hier nochmal hin. 2. Dann würde ich zumindest eine Halde hier ordentlich hinkriegen. Allerdings dann auch nichts mehr anderes. Wenn ich die eine Halde dann da hinkriege, dann wird die ja da nicht besser. Moment, Moment, das macht doch gar keinen Sinn. Was mache ich denn hier? Die Störung abbrechen. Und Bau abbrechen. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Kriegt er dann nicht mehr als eine rein? Und die Halde entfällt ja dafür. Sorry, nee, das macht einfach gar keinen Sinn, was ich hier gerade baue. Oder überlegt habe. Überlegung war, ich könnte das hier. Mal schauen, der geht auch nicht mal da durch. Das würde nicht gehen. Da oben könnte ich allerdings noch eine hinsetzen. Okay, dann Kommando zurück. Ein bisschen ärgerlich, aber gut.
könnte... Kommt halt auch nicht rum oder so. Wird nicht besser. Da oben... Also hier würde theoretisch eine reinpassen, ne? Ich könnte sie da hinsetzen. Dann hätte ich zumindest eine Halde und zwei Batterien. Wäre ja auch schon mal was. Dann machen wir das. Wartung. 1, 2. Und dann fliegen die beiden raus. Und dann kommt da oben halt die Halde hin. 1, 2, 3, 4, das ist weg. Achso, nee, lieber nicht weg, ne? Sonst kann er nicht abbauen. Okay, dann machen wir das so. Sollte dann hier entsprechend umgeswitcht werden. Hier haben wir noch eine auf. Eine Halde auf Halde quasi. Sehr gut. Gut, aber jetzt müssen wir hier langsam rein. Die sollten darüber. Okay, das heißt, wir versorgen jetzt schon mal die Protagoras mit den entsprechenden Sachen. Und zwar. Zwar das Schiff soll es dann machen, weil die anderen ja immer noch bei den Versorgungsthemen hier für Eisen sind. Da gucke ich jetzt auch nochmal rein, ob wir da vielleicht noch irgendwo was Gutes haben. Da oben sehr viel Kohlen. Oh, guck mal hier, Silizium und Eisen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Das mache ich schon mal. Genau, und hier hinten wird ja jetzt Wasser umgesetzt. Aber mal ganz ehrlich, was macht er denn dann mit dem umgesetzten Wasser? Hier ist noch nicht... Ah, ich muss das hier noch verteilen. Mist. Hier, Eis. Eis soll er mal bitte da drüben hinbringen. 100. Okay. Habe ich natürlich nicht dran gedacht jetzt. Okay. So, hier mache ich jetzt auch mal 90. Dass es das schön rüberbringt. Perfekt. Wir haben dann alle schön genügend zu essen und so sollten wir haben. Ja, genau. Hier haben wir dann das Wasser. Da ist das für später geplant. Das finde ich auch in Ordnung. Uns fehlt es jetzt hier dann natürlich auch wieder an... Ah, uns fehlt es eigentlich an ganz vielen. An Silizium, die Polymere. Die haben wir, glaube ich. Das sollte eine Weile reichen. Uns gehen jetzt aber auch gleich wieder die Legierung aus. Hier oben. Was ist da los? Ah, okay. Hier oben fehlt uns jetzt so ein bisschen das, ja. Dann schalte ich hier mal kurz um. So. Das auch hier ein bisschen hin und her verteilen. Okay, jetzt sind wir, wieso sind wir denn jetzt schon wieder auf Mehrarbeit? Wieso werden es denn überhaupt wenig... Wieso sind denn 20 Leute verletzt? Was ist denn los, Leute? Okay, das heißt, ich muss aber auf jeden Fall was machen, dass hier die Mehrarbeit nicht gerade anhält, weil sonst kriege ich hier echt ein Problem mit meinem Krankenhaus. Das kann jetzt gerade so alle Leute versorgen. Das heißt, da warte ich mal kurz. Okay, was war denn noch eine Option? Eine Option ist immer noch das hier, eins nach links zu verrutschen. Das bringt ja auch nicht viel mehr, oder? Wenn ich das eins nach links verrutsche... Ging ja hier wieder nicht. Das wird alles nicht besser. Ich will das noch nach da oben verrutschen. Das würde theoretisch gehen. Kann ich das da lang führen? Mhm. Vielleicht dahin verrutsche? Nee. Ah, ich lass den Sektor mal so, das passt schon. Muss ich ja jetzt noch nicht dauernd dran rumdoktern. Es wird hier nicht einfacher. Dann gibt es hier oben jetzt einfach den von mir gewünschten Vierer. 1, 2, 3, 4. Und dann ist hier jetzt einfach so ein bisschen so ein Platz. Genau. Passt das da? Habe ich richtig gemessen? Ja. Dann kommt da eben noch...
eine Lagerstätte hin. Auch hier nehme ich viele Lagerstätten, weil hier nämlich von unseren Transportern die Sachen ankommen. Aber wie gesagt, ich denke, das sollte passen. Mir fehlt nämlich jetzt auch noch eine für mein Essen. Und das hätte ich gern hier irgendwo in der Nähe. Aber ich baue es hier um. Das wäre hier zum Beispiel. A probe has completed its scan. Dann hier zum Beispiel Eisen. Wenn ich dann hier oben abreiße. Quatsch. Oh, Leute, wer ist denn jetzt schon wieder verletzt? Hier sehe ich nichts. Da, okay. Hier ist aber jetzt auch keine Mehrarbeit drin. Das passt also auch erstmal. Okay, wir müssen ja auch weiterfliegen, aber wir müssen ja vor allen Dingen auch liefern. Wie sieht es denn hier überhaupt aus? Kann ich hier mal reingehen? Irgendwie. Okay, hier ist jetzt Bergbauschiff. Okay, der bringt das jetzt dahin. Das Sinn irgendwie, das mal zu verlegen, unser. Und das dahin verlegen. Sinn? Aber es braucht 3,6 Zyklen. 3 Zyklen, 3,6 Zyklen. Es gibt auch keins, wo ich zwischenlanden kann, wenn ich es richtig sehe. An diesen Asteroiden kann ich nicht festigen. Okay, 3 Zyklen, aber 3 Zyklen schaffe ich ja nie. Geht 1, nee. Nee, das macht für uns keinen Sinn. Hier. Mal kurz gucken, wie ist denn das Weltraum? Wenn ich jetzt hier eine Außenbord, nee, eine Andockbrücke baue. Ah, ist ja auch nicht besser. Okay, und anders ausgemessen. 1, 2, 3, 4. Müsste das dann da lang gehen. Eigentlich auch ganz cool. Wo ist denn hier überhaupt das Thema? Wieso habe ich denn hier hinten noch kein Eis? Weil er das Eis nicht direkt dahin liefern kann? Das kann doch nicht sein. Weil es hier nirgendwo Eis gelagert gibt gerade. Okay, dann mache ich die mal auf. Vielleicht lag das gerade daran. Ah ja, okay, das war hier das Problem. Dann wäre doch hier vielleicht Eis am besten, oder? So rum, Sekunde, Sekunde. So. Wollen wir da das reingeben, weil wir da oben ja auch die haben. Ist egal. So passt es erstmal. Hier so und dann mache ich hier mal am Rand die und die schalte ich aus. Und sind hier noch Leute drin? Nee. Genau, so sollte das jetzt erstmal passen. Bin ich jedenfalls. Wie gesagt, Eis hier so ein bisschen einmal umswitchen. Okay, hier haben wir unsere beiden Batteriechen. Sind aufgeladen. Und hier oben haben wir jetzt unseren kleinen Platz und besser wird es jetzt hier erstmal nicht. Außer wir haben irgendwo extrem ein Problem, dann können wir noch gucken. Wir haben ja hier noch ein bisschen Puffer, theoretisch von den Leuten her. Aber das möchte ich eigentlich nicht. Ja, die sollen hier schön noch ein paar Leute aufwachen, auf jeden Fall. So. Genau, jetzt haben wir hier noch. Okay, dann schicke ich mal 10 Arbeitskräfte nochmal von 2 nach 1. Hier habe ich auch nochmal was. Dann schicke ich noch von 2 nach 3 welche. Leute, alles noch aufgehen. Genau, und auftauen tut er trotzdem noch Leute. Yeah, das passt. Finde ich gut. Alles in Ordnung. Hier können wir jetzt mehr Leute unterbringen, das ist auch okay. Wir können also schon mal nach Forschung gucken, wo es vielleicht noch was gibt hier. Genau, jetzt sollten ja hier mehr Forschung kommen. Alle 3, Quatsch, produziert 3 alle 5 Zyklen. Das ist schon deutlich besser. Und was hatten wir hier noch? Die Forschungsgeschwindigkeit erhöht sich, das ist glaube ich nicht so wichtig.
Okay, brauche ich auch nicht dringend. Solarmodule, Licht im Osten werden gesenkt. Aber das könnte jetzt demnächst fast schon relevant werden, ne? Population transfer complete. Mehr Leute versorgen ist auch nicht so wichtig. Hier hätten wir beschleunigtes Wachstum. Habe ich jetzt noch nicht drin, ne? Brauche ich also gerade nicht. Datenabhörzentrum. In Zeit von Dekreten. Hier zusätzliche Betten. Wohnraumkapazität wird erhöht. Das betrifft doch aber bestimmt nicht die... Betrifft das die anderen Quartiere auch? Das weiß ich jetzt gar nicht. Oder weil die ja hier mit drin sind, ne? Optimierte Quartiere hier unten. Ja, 35 ist auch ganz schön viel. Geschwindigkeit ist erhöht. Dann würden wir das natürlich... okay. Frachtschiffe bewegen sich schneller. Halten gefährlichen Wetterbedingungen stand. Bauen schneller ab. Halten gefährlichen Wetterbedingungen stand. Okay. Aha. Vielleicht sollte ich das hier mit den Frachtschiffen machen. 10% schneller heißt auch 10% mehr 10% mehr Ressourcen bei uns. Weil er die natürlich schneller auch dann zu uns transportiert. Okay, jetzt müssen wir natürlich eine Sache mal gucken. Wenn die Bergbauschiffe... Warte mal, müssen die das da oben wegbauen? Nee, müssen sie nicht. Okay. Dann heißt es doch aber zum Beispiel Folgendes, dass ich hier diese Teile erstmal meide. Richtig? So, habe ich noch irgendwo was? Hier hinten. Meiden. Hier auch. Meiden. 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 Noch irgendwo Wasser? Sehe ich gerade nicht. Doch, hier. Ach, meiden. Dann sollten die demnächst doch... So, die müssen das Wasser da einsammeln, ne? Wo war denn das hier? Bringe Legierung. Ich hab das schon abgebaut. Das muss jetzt nur da weg. Ach so. Ich muss das nur von der abbauen. Ich muss das nicht wegtransportieren, wenn ich es richtig sehe, ne? Okay, egal. Wir tauen auf jeden Fall weitere Leute auf. Wir haben noch ein paar Sachen übrig. Das heißt, ich setze mal hier diesen Bau fort, damit wir ein bisschen mehr Essen kriegen. Weil wir jetzt ja neue Leute auftauen, neuer Platz und so weiter. Ist denn hier mehr Arbeit jetzt? Weil ich das gerade aktiviert habe? 8 Leute immerhin. Sollte sich ja hoffen. Natürlich. Das war so klar, ne? Na gut, aber die taut trotzdem da demnächst die Leute auf. Achso, hier ist die Andockschleuse jetzt besetzt. Das ist natürlich auch wieder Mist. Dann kriegen wir hier keine Sachen rein. Es ist wirklich alles immer Mist. Okay, aber gut. Hier starb jetzt jemand. Naja, weil ich hier... Ich habe jetzt hier schon eine Kapazität von 20, aber... Wird halt auch nicht besser. Und ich kriege halt auch hier kein zweites... Krankenstationsding rein. Ich würde höchstens nochmal in den Forschungen gucken, ob es da bei Krankenstationen... Wo ist die? Werkstatt, Techniklabor... Blind, Stahlwerk, Elektronik, Denkmäler. Ah, da ist die Krankenstation. Schwebebetten. Krankenstationen haben Platz für 10 weitere Betten. Dazu benötige ich aber Technologiestufe 3 und das ist dann wahrscheinlich die dritte, die jetzt kommt dann. Okay, das kann ich jetzt mal so an- und ausschalten kann. Cool. Okay. Gut, trotzdem, wie gesagt, eins nach dem anderen. Das ist repariert. Hier wird es gleich fertig sein. Mehr Arbeit sollte dann besser werden. Okay, das kriegen wir, glaube ich, in den Griff. Wasserthema. Mal kurz gucken. Na, hier ja schon von mir aus 25 drin lassen, aber den Rest, da jetzt bringt das rüber. Genau, bring das mal schön da nach hinten, das Wasser bitte. Nämlich hier hin. Das ist halt die Frage, ob wir schon irgendwas daraus machen können. In den Halden können wir definitiv kein Wasser lagern. Das ist also auch so ein bisschen die Frage, was dann mit dem produzierten Wasser am Ende überhaupt passiert. Aber gut, eins nach dem anderen.
Dann wäre hier noch eine Frage. Es wäre auch noch eine Überlegung mit den Feldern, nämlich 1, 2, 3, 4. Okay. Würde nämlich auch noch passen. Wenn die denn da hinsetzen. Drauf, wartet mal. Und hier zum Beispiel. Ich kriege hier das Wasser wieder nicht rein. Nee, das ist eine schlechte Idee. Das ist eine schlechte Idee. Also lassen wir das mal so. Genau, hier sind Leute am Auftauen. Hier vorne hat er jetzt... Müsste doch eigentlich jetzt genügend Menschen haben, oder? Naja, geht er jetzt echt genügend Leute? Könnte auch das dann wieder anschalten könnten, wenn es soweit ist. Brauche ich aber gerade noch nicht. Wir brauchen aber gleich nochmal eine große Summe hier oben an den Teilen. Die müssen ja dann auch hochgeliefert werden. Aber schneller geht's gerade nicht. Ach, das ist ja auch wieder von der Geschwindigkeit Mist. Aber gut. So, ich glaube, hier kann ich jetzt mal eins ausschalten. Dafür kann ich hier den vielleicht nochmal anschalten, dass wir noch ein bisschen Polymere kriegen. Und dann... Wie machen wir denn das hier? So. Geht auch, ne? Hier. Aber das ist dann mir ein bisschen zu knapp da unten. Jetzt hier vier sind. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wenn es hier lang geht, dann ist es doch aber im Endeffekt nicht genau das gleiche. Fast das gleiche. Okay. Und diese Fabrik hat dann eine Breite von... Na, guck mal, das würde auch hier genau zwischenpassen. Das ist ja auch interessant. Habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Hier passt es genau eins nicht hin. Auch interessant. Aber das zum Beispiel würde gehen. Genau eins nicht. Aha. Das ist wieder exakt rein. Macht dann da oben aber keinen Sinn. Weil da schon eine Viererbreite ganz cool wäre. Wenn das hier unten weitergeht, dann geht es bis da. Das macht auch nicht so wirklich. Bringt mich auch nicht so richtig weiter. Das wäre eigentlich nicht schlecht, wenn wir das nämlich hier irgendwie so hätten. So, ich mache erstmal folgendes. Bevölkerung. Quatsch. Wollen wir schon mal schön den anderen hier, so. So, und dann haben wir hier Außenbordteil, Weltraum. Ich würde doch eigentlich die auch so bauen, dass ich hier in der Mitte das gar nicht brauche. Was ich meine? Eigentlich könnte ich hier noch einen gewinnen, weil ich die mittlere Strecke nicht benötige. Aber die Krankenstation steigt natürlich jetzt auch genau dahin, ne? Na gut, mach mal. So. Die reißen wir auch nochmal ab. Gucken wir mal, ob wir das hier hinkriegen alles. Das sollte schon passen, ne? So, rein. Krankenstation dazwischen. Ja, warum nicht, warum nicht? Aber wir brauchen definitiv noch eine Batterie erstmal. Und wenn ich die nur hier erstmal hier unten reinklatsche. Irgendwo muss sie ja hin. Okay. Oh ja, okay, das sieht doch gut aus. Und dann passt hier unten nämlich die Außenbordschleuse rein. Müssen wir hier ein bisschen gucken, dass das hinhaut. Durch einen Unfall sind da wieder Leute gestorben. Ja, ist jetzt hier jetzt ist hier ein bisschen leerer. Das ist gut. So, jetzt gucke ich mal. Hier sind es immer noch 330. Hier werden es langsam mehr Leute. Hinten haben wir auch noch ein Plus. Okay. Genau.
Genau, das hier in der Mitte muss ja eigentlich auch nicht sein. Können wir auch so machen. Theoretisch würde das ja hier auch funktionieren. Wenn ich das hier habe, gewinne ich hier genau 1. Wo lang zeigt dann bitte... Wenn ich 1 gewinne, rutscht das 1 runter. Habe ich irgendwas... Ja, hier habe ich nicht genügend gewonnen dadurch. Also ich wüsste jedenfalls nicht gerade... Ich wüsste nicht was. Genau ein, aber da müsste ich alles umbauen. Ich glaube, dass hier haben wir es jetzt so gebaut, hier lasse ich es so. Wie gesagt, ich könnte die zusammenrutschen durch die Häuserteile jetzt, durch die neuen. Dann habe ich hier unten Platz, das bringt mich nicht weiter. Hier oben hätte ich einen Platz. Dann könnte ich hier theoretisch eine Batterie mehr hinsetzen für all das. Aber den restlichen Platz kann ich eigentlich nicht gebrauchen. Also der bringt mich jetzt nicht weiter. Deswegen lasse ich das hier mal. Und hier... Es ist auch so, dass mich das hier nicht wirklich weiterbringt, weil die passen hier oben perfekt rein. Ja, die sind, gehen auch bis oben, hier das geht bis unten. Das ist eigentlich alles perfekt. Das lasse ich also auch so. Aber hier kann mir das ein bisschen weiterhelfen. Und deswegen schaue ich mir das dann hier bei Gelegenheit mal an. Aber erstmal müssen die hier ganz schön was durch die Gegend fahren, sind also noch eine ganze Weile beschäftigt. Genau, hier stelle ich jetzt Wasser her. Das ist gut, aber mit dem Wasser kann ich hier gerade noch nichts anfangen. Und hier oben hatte ich doch ausgemessen. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Das wäre also hier. Bin jetzt auch nicht so sicher, ob das wirklich so toll das ist, was ich möchte. Das ist okay. Wie ist denn hier? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja. Wäre also auch durchaus noch eine Überlegung. Wartung, Weltraum, Andockbucht. 3 oder so, ne? Gehen wir hier kurz die Straße weg, so. Andockbucht. Ja, guckt mal, Pause. Würde die nämlich da reinpassen? Und jetzt wäre die interessante Frage... Passt unsere Getreidefarm hier hin, dass wir da 2, 3, 4. Nee, ne? Das bringt uns nicht. Ich kann es gerade nicht sehen. Genau 1 zu wenig, wenn ich es richtig sehe. Wenn ich die hier reinsetze. Nee. Genau 1 zu wenig. Das heißt, ich könnte Folgendes machen. Das wegreißen. Da rumsetzen. Okay. Trotzdem pausiere ich das hier nochmal kurz. Moment, nee, es rutscht ja eins nach oben. Wartet mal. Das breche ich mal ab. Genau. Habe ich hier das Thema. Ach, die zeigt wieder da lang. Das ist ja auch schon wieder Mist. Was passiert, wenn ich das jetzt wegreiße? Und dann brauche ich Bevölkerung. Wo ist das? Fabriken? Quatsch, Bevölkerung. Nein. Krankenstation. Die geht, zeigt dann hier nach unten. Ich hoffe, der kriegt die da gleich raus. Habe ich da nämlich Probleme mit. So, hohe Baupriorität. Dann gucken wir mal, dass das hier funktioniert. Okay, das hat keine hohe Baupriorität. Hier haben wir jetzt 160 Wasser drin. Bin mir nicht so sicher, ob er überhaupt gleich noch mehr speichern kann. Super, hier geht die Werkstatt noch kaputt, auch das noch. Und das, wo wir ja gerade das Krankenhaus dann neu bauen. Okay. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Hier, das kann ich aussetzen. Dann kann ich hier das einschalten. Dann kann er hier gleich ein bisschen mehr davon erzeugen. Uns geht jetzt lustigerweise... Eisen aus. Das checke ich noch nicht ganz. Warum? Wo sind denn die Raumschiffe? Sind unsere Raumschiffe hier oben? Kommt mit Eisen zurück. Naja, das wird schon passen. Okay, alles klar. Ich bedanke mich mal fürs Zuschauen. Ich gucke, dass wir hier in Sektor 3 noch ein bisschen umbauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier bei Ixion.